Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 160 Der ewige See Zweiter Teil. Gesagt hat er gar nichts, aber ich vermute, dass es ihm unangenehm ist. In diesem Moment hörten Hermine und Harry die Tür zur großen Halle öffnen, sodass beide zum Eingang schauten, um zu sehen, wer eintreten würde. Severus hatte kaum einen Schritt hineingetan, da blieb er wie angewurzelt stehen, nachdem er die beiden einzigen Anwesenden bemerkt hatte. Nach anfänglichem Zögern marschierte er auf den Tisch zu und setzte sich, weil alle anderen Stühle frei waren, nicht direkt neben einen der beiden. Er grüßte nur knapp, bevor er zur Kaffeekanne griff. Harry blieb stumm, doch irgendetwas wollte er sagen, damit es nicht so aussehen würde, als hätten sie gerade über ihn geredet. Hermine hingegen machte ihm einen Strich durch die Rechnung, denn an Severus gewandt, offenbarte sie mit ruhiger Stimme, als würde sie über das Wetter sprechen. Ich habe Harry eben erzählt, dass sie wissen, was wir heute zusammen lesen wollen. Sie hatte ihn eiskalt erwischt. Denn als er die Kaffeekanne wuchtig auf den Tisch abstellte, da achtete er nicht auf den Teelöffel, der nun wie ein Katapult abgefeuert in hohem Bogen auf Harry zugeflogen kam, der sich auf der Stelle erschrocken duckte. Das metallische Geräusch des auf den Boden aufschlagenden Teelöffels hallte einen Moment lang nach, bevor Harry es wagte, sich aufzurichten und einen schüchternen Blick zu Severus zu riskieren, jedoch sofort wieder auf seinen Frühstücksbrötchen starrte, um dem Todesblick zu entgehen. Die Tür zur großen Halle öffnete sich erneut und Remus trat ein. Mit seinem milden Lächeln näherte sich dem Tisch und nahm über Eck in Severus Nähe Platz, der daraufhin das Gesicht verzog. Hermine richtete sofort das Wort an Remus. Hast du heute etwas vor? Fragte sie. Harry bemerkte, dass Severus kurzfristig beim Umrühren seines Kaffees, für den er sich den Löffel von Remus gesteckt gemopst hatte, innehielt, dann jedoch angespannt zu lauschen schien, als Remus erwiderte. Ja, sicher, was hast du denn vor? Auch Harry war gespannt und er biss sich von seinem Brötchen ab, während er Hermines Antwort abwartete. Harry und ich starten heute einen kleinen Lesezirkel. Harry holte aufgeregt Luft. Doch anstatt ihr sagen zu können, dass sie aufhören sollte, hier am Tisch darüber zu reden, hatte ein kleiner Krümel den Entschluss gefasst, nicht den Weg der Speiseröhre zu nehmen, sondern mal ganz spontan den anderen. Wild hustend bemerkte er aus den Augenwinkeln, dass Hermine ihren Stab gezogen hatte und etwas murmelte, bevor das Kratzen in seinem Hals mit einem Male verschwunden war. Sofort spülte er mit Kürbissaft nach. Durch diesen Vorfall etwas skeptisch geworden, fragte Remus. Was denn für ein Lesezirkel? Harry und ich wollten... Sie stoppte und blickte Harry an, der ihr unterm Tisch eben einen Stoß ans Schienbein gegeben haben musste, was den anderen beiden nicht entgangen sein durfte. Mit öliger Stimme sagte Severus so ruhig, dass man daraus einen gereizten Unterton ausmachen konnte. Ja, Hermine, erzählen Sie mir doch bitte von diesem Lesezirkel, das interessiert mich natürlich sehr. Severus beugte sich nach vorn, um dem Korb ein Brötchen zu entnehmen, da stoppte er sich selbst, setzte sich wieder aufrecht hin und führte eine Hand an seine Brust. Mit bedächtig provozierender Bewegung zog er seinen hellen Zauberstab aus Weißbirke aus der Innentasche, bevor er ihn auf den Tisch neben seinem Teller legte. Er drohte indirekt, ließ es aber so aussehen, als würde der Stab ihn momentan bei seinen Bewegungen einschränken. Die ganze Zeit über hat er Hermine mit zusammengekniffenen Lidern angestarrt,
Noch einen Moment lang warf er ihr diesen eindringlichen Blick zu, der ausreichen würde, um einen Erstklässler in ein Häufchen Elend zu verwandeln, bevor er zum zweiten Mal ausholte und sich diesmal eines der Brötchen nahm. Es war Severus nicht entgangen, dass Remus ihn entgeistert anblickte, kurzzeitig den Stab auf dem Tisch betrachtete und Severus daraufhin erneut anschaute. Aus Severus' Handeln wurde Remus nicht schlau, sodass er sich seinem eigenen Frühstück widmen wollte. »Ist das Kaffee?«, fragte Remus, als er auf die Kanne deutete, die vor Severus stand. Ein Nicken bestätigte seine Vermutung. »Wunderbar, reichst du sie mir bitte?« Irritiert, fragte Severus. »Sie trinken Kaffee?« »Am Neujahrsmorgen schon, ich muss ja irgendwie wach werden«, erwiderte Remus mit einem heiteren Lächeln auf den Lippen. Die Kanne entgegennehmend und sich einschenkend, fragte er Hermine. »Also, was war das mit dem Lesezirkel?« »Wir wollten...« Hermine hielt inne und warf Harry einen bösen Blick zu, wandte sich dann aber erneut Remus zu. »Das Buch, das ich am Grimmauldplatz...« Nochmals stoppte sie und sie schien Harry mit einem einzigen Blick verfluchen zu wollen. Nichtsdestotrotz versuchte sie es erneut. »Wir möchten Harry!« Alle drei waren bei Hermines unerwarteter Lautstärke zusammengefahren. Um von diesem Vorfall abzulenken, Harrys ständige Tritte unter dem Tisch hatten sie mürbe gemacht, fragte sie ihn hörbar aggressiv. »Reichst du mir bitte die Butter?« Eingeschüchtert schob Harry ihr das Schälchen mit der irischen Butter hinüber und unterließ es ab jetzt, sie darauf aufmerksam machen zu wollen, dass er ihre angriffslustige Taktik nicht gut hieß. »Wo war ich?« fragte sich Hermine selbst. »Ja, das Buch Leib und Seele wollen wir heute lesen, wenn du Lust hast, Remus.« Machte Remus verlegen und mit einem Male verstand er auch, warum Harry sie daran hindern wollte, ihren Satz zu Ende zu bringen. »Ich...« Sein Blick schweifte zu Severus hinüber, der ihn eindringlich beäugte und auf eine Antwort wartete. »Ich muss mal sehen«, erwiderte er ungenau. »Du hast doch gesagt, du hättest Zeit«, fragte Hermine frech nach. Unsicher lachte Remus auf, bevor er ehrlich zugab. »Ich hab Zeit, ich muss nur sehen, ob ich auch Lust dazu habe. Die Themen, die dort behandelt werden, sind...« Nochmals blickte er auf, weil er den Blick von seinem Gegenüber bereits auf seiner Haut spüren konnte. »Die Themen sind, eigen.« »Ja, ich weiß«, sagte Hermine offenherzig klingend, während sie beim Buffet zulangte, als wäre dies eine vollkommen normale Situation. »Ich habe ja schon reingelesen. Das ist sehr harte Kost, aber ich denke, ich werde es schaffen. Ich würde mich ja gerne mit jemandem darüber unterhalten, aber ich finde einfach niemanden, der ein offenes Ohr hat. Jeder in diesem Schloss scheint seine Zunge verschluckt zu haben, wenn es um dieses Thema geht. Und ehrlich gesagt...« Sie blickte kurz in die Runde. »Ist das sehr belastend. Ich möchte doch nur...« Remus fiel ihr ins Wort und fragte amüsiert, weil es ihm Unbehagen bereitete, gerade dieses Thema so offen vor Severus zu bereden. »Sag mal, Hermine, hast du heute Morgen Plappersaft getrunken?« »Nein«, hörte man Severus plötzlich sehr ernst einwerfen. »Sie ist ein Naturtalent.« Sie schaute ihn wütend an und warf ihm im Anschluss ein Lächeln zu, das so viel sagte wie: »Damit haben Sie mich nicht getroffen.« Er hingegen grinste halbseitig, denn er wusste ganz genau, er hatte damit einen ihrer wunden Punkte erwischt. Die Stimme von Albus war plötzlich zu hören, der nicht durch die Flügeltür, sondern durch den Lehrereingang gekommen sein musste, und er sagte beschwingt: »Was für eine fröhliche kleine Runde.« Erst in diesem Moment wägte Hermine ab, ob sie aufhören sollte, weil auch Valentinus zum Frühstück gekommen war. Innerlich aufgewühlt und daher angriffslustig fragte Severus, obwohl Valentinus nichts mit der vorherigen Unterhaltung zu tun hatte: »Was denn? Sie finden mal wieder Zeit zum Frühstück?«
Ja, erwiderte der Kollege, dem der bissige Tonfall entgangen sein musste, mit einem strahlenden Lächeln. Mein Buch ist fertig. Ich habe es die ganzen Wochen überarbeitet und denke, dass ich es jetzt einem Verlag schicken kann. Trotzdem wäre es schön gewesen... Valentinus blickte Hermine an. Wenn jemand ein Auge darauf geworfen hätte, der sich ebenfalls mit Knieseln auskennt. Wissen Sie was, Valentinus? Ich werde es tun. Sagte Hermine zum Erstaunen aller Anwesenden. Harry fiel sogar die Wurst vom Brot. Denn wenn jemand Hilfe benötigt, dann sollte man die Hilfe auch gewähren, sofern man dazu in der Lage ist, nicht wahr? Valentinus schien nicht ganz folgen zu können, doch er nickte zaghaft und stimmte ihr zu. Das wäre ganz wunderbar, Hermine, sagte der Schönling, und Severus verzog das Gesicht, als sein Kollege sie vertraut beim Vornamen nannte. Ich werde mich mit einem köstlichen Essen außerhalb revanchieren. Sie könnten mir möglicherweise im Gegenzug auf andere Weise einen Gefallen tun. Kennen Sie sich eventuell mit altmodischen Heilmethoden für Geisteskrankheiten aus? Hermine hatte den Bogen überspannt, weswegen Severus höchstpersönlich einschritt und die Behauptung aufstellte. Sicherlich nicht, denn das sind sehr spezifische Gebiete, über die man extrem selten in Büchern stößt. Valentinus schaute Severus an und wollte soeben klarstellen, dass es durchaus im Bereich des Möglichen liegen könnte, ihr in dieser Sache behilflich sein zu können. Da fügte Severus hinzu, während er seine Augen nicht von denen seines Kollegen nahm. Diese Bücher bewegen sich im Bereich der dunklen Magie. Oh, machte Valentinus erschrocken, bevor er das Wort an Hermine richtete. Dann werde ich Ihnen sicherlich nicht sehr hilfreich sein können. Aber wie es aussieht, könnte Severus Ihnen bestimmt helfen. Frech lächelnd blickte die Severus an und fragte scheinheilig. Würden Sie mir auf diesem Gebiet ein wenig unter die Arme greifen? Ich benötige Hilfe, Severus. Der letzte Teil ihres Satzes klang sehr flehend, doch bevor er dazu kam zu antworten, ergriff Albus das Wort und sagte in strengem Tonfall. Wenn die beiden Schüler eintreffen, dann wird es andere Gesprächsthemen am Tisch geben. Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Alle schauten ehrfürchtig zu Albus hinüber, der über seine Halbmondbrille hinweg jedem Einzelnen einen Blick schenkte. Bei Hermine angelangt, musste sie kräftig schlucken, denn es schien so, als hätte diese Aufforderung ausschließlich ihr gegolten, weswegen sie ihm von den anderen ungesehen einmal beschämt zunickte. Nach dem Frühstück, welches im weiteren Verlauf sehr ruhig gewesen war, verließ als erster Severus den Tisch, doch der war nicht einmal aus der Tür heraus, da stand Hermine von ihrem Stuhl auf. Hermine, warnte Harry leise. Es ist genug. Sie blickte ihn fragend an, bevor sie um den Tisch herumging und den Zauberstab in die Hand nahm, den Severus vergessen hatte. Ich will ihm nur seinen Stab bringen. Gerade eben hatte Severus die Flügeltür der großen Halle hinter sich gelassen, da hörte er Schritte. Derjenige oder diejenige, wie Severus vermutete, musste rennen, um mit ihm mithalten zu können. Innerlich seufzte er müde, doch nach außen hin hielt er seine steinerne Fassade aufrecht. Als die Schritte lauter wurden, da blieb er abrupt stehen und wandte sich um. Beinahe wäre Hermine in ihn hineingelaufen. Was laufen Sie mir nach? Sie haben doch für heute bereits einen Tagesplan ausgearbeitet, nicht wahr? Und dann auch noch so öffentlich. Seine Wut hatte er nicht unterdrücken wollen. Sie können auch kommen, Severus, so ab 1 Uhr? Er schnaufte verächtlich und wandte sich ab, um mir zu entfliehen. Warten Sie, nörgelte sie. Vermissen Sie denn gar nichts? Er vermisste die Zeit, als sie noch brav gekuscht hatte. Ich vermisse meine Ruhe. Ihr Zauberstab, Severus, sagte sie freundlich klingend. Mit einer Hand fasste er sich an die Brust und erst da bemerkte er seine Fahrlässigkeit. Sich umwendend sah er, wie sie ihm den Stab mit dem Griff ihm zugewandt entgegenhielt.
Seine Hand schnappte wie das Maul eines Krokodils zu und er entriss ihr seinen Zauberstab. Doch bevor er etwas sagen konnte, hörte man Pomona von Weitem, die ihm dazu aufforderte, stehen zu bleiben. Neugierig, wie Hermine war, blieb auch sie an Ort und Stelle. Die pummelige Professorin für Kräuterkunde kam angsteinflößend schnell auf Severus zugestürmt. Ihre Wangen trugen einen rötlichen Schimmer und man konnte nicht mit Bestimmtheit festmachen, ob dies auf die herrschende Kälte oder ihre merkliche Wut zurückzuführen war. »Severus«, sagte die rundliche Lehrerin im tadelnden Tonfall. »Ist es wahr?« Sie zischte genauso, wie er es sonst tat. »Dass Sie Mr. Frost dazu aufgefordert haben, Miss Bärbaum in den Schlafsaal der Slytherins zu führen?« Seine emotionslose Maske haltend, auch wenn es ihm dieses Mal wirklich schwer fiel, erwiderte er trocken. »Nein.« Er entfernte sich bereits von den beiden Damen, da wetterte Pomona ihm hinterher. »Lügen Sie mich nicht an!« Sich umdrehend und die Hände hinter dem Rücken verschränkend, schlug er vor. »Begleiten Sie mich in den Kerker, Pomona. Ich werde einen Tropfen Veritas-Serum nehmen und Sie dürfen mir dieselbe Frage noch einmal stellen, aber ich versichere Ihnen, dass meine Antwort auch mit Veritas-Serum genauso ausfallen wird.« Pomona wirkte aufgrund des von ihrem Kollegen gegebenen Angebots irritiert. Nein, wenn Sie sagen, wird es wohl so sein.« Er nickte ihr höflich zu und verabschiedete sich. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden.« Später, nach dem Mittagessen, von dem sich Severus ferngehalten hatte, fand sich Harry bei Hermine ein. »Was macht denn Ginny heute?« fragte Hermine natürlich, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte, weil Harry am Neujahrstag nicht mit seiner Geliebten zusammen war. »Schon seit Wochen hat sie für heute eine Verabredung mit Pomona, Gordian und Meredith.« Weil er während des Frühstücks, nachdem Hermine bereits gegangen war, nicht alles erfahren hatte, fügte er hinzu. »Da ist wohl irgendwas vorgefallen«, meinte Ginny. Harry nahm neben ihr Platz, während Hermine bereits schilderte, was sie wusste. »Gordian hat gestern Abend offensichtlich Meredith mit in den Slytherin-Schlafraum genommen. Und Pomona hat, warum auch immer, geglaubt, dass Severus ihn dazu angestiftet hätte.« Harry machte große Augen, denn das Szenario schien völlig unglaubwürdig. »Ich hoffe nur, es ist nichts, passiert.« »Nein, es gab nur einen Tadel von Pomona, nicht mal eine Strafarbeit.« Sich das Buch Leib und Seele greifend, legte sie es zunächst auf ihren Schoß. »Möchtest du was trinken, bevor wir anfangen?« wollte Hermine wissen. »Noch nicht, vielleicht später.« Er blickte auf die Uhr. »Es ist 1 Uhr durch. Ich nehme mal an, dass Remus nicht kommen wird.« »Severus wohl auch nicht.« »Hast du ihn gefragt?« Er schien heute aus dem Staunen gar nicht mehr herauszukommen. Dabei hatte sie das Buch noch nicht einmal aufgeschlagen. »Natürlich habe ich ihm gesagt, dass er auch kommen kann. Ich möchte mit ihm arbeiten und nicht gegen.« Sie beendete den Satz nicht, sondern seufzte stattdessen. »Ich weiß nur nicht«, begann Harry verschüchtert, »ob ich noch dabei sein möchte, sollte er doch noch kommen.« »Du hast gesagt, dass du wieder mit an Bord bist, Harry«, hielt sie ihm vor Augen. »Fangen wir einfach an. Du hast schon was gelesen?« »Ja«, bestätigte sie. »Die ersten 3 Kapitel, aber da geht es um körperliche Erkrankungen. Ich habe Kapitel 8 und 9 gelesen. Die befassen sich schon mit der Seele.« »Wie viele Kapitel hat das Buch?« »19 und am Ende einen kleinen Anhang mit Erklärungen«, erwiderte sie, während sie das Buch aufschlug und die Inhaltsangabe überflog. »Lesen wir alles oder nur den Teil über die Seele?« »Fangen wir mit der Seele an und wenn wir Zeit haben, können wir den Anfang auch noch lesen, falls es da einen Zusammenhang geben sollte.« Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit.
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.